Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Lotus-Video hier auf diesem Kanal. Wir schauen uns heute mal ein neues Update an, was jetzt vor einigen Tagen für den KT erschienen ist. BLV hat mir dazu eine kleine Zusammenfassung rübergeschickt und das möchte ich gerne mit euch heute hier abarbeiten, damit ihr natürlich selbstverständlich auch wisst, was jetzt so in dem letzten Update passiert ist, das rund um die 60 MB groß war. Also ist doch recht überschaubar. Und damit kennen wir natürlich ja das Modell und wir sehen, dass das Ganze jetzt Stück für Stück jetzt immer weiter jetzt seiner Fertigstellung dient. Oh, was ist denn hier los? Obwohl wir gar nicht fahren, drehen sich unten die Räder schon. Heieiei. Und prompt mal wieder gleich einen kleinen Fehler gefunden. Das tut mir leid, lieber BLV. Aber das wird gefixt. Ich glaube, da steht sogar drin, Probleme mit dem hinteren Drehgestell sind bekannt und werden mit der Zeit noch gefixt. Ich denke mal, das wird eines der Probleme sein. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch, sie ist jetzt nicht mehr so richtig glatt. Wir haben jetzt hier schon einzelne kleine Details drin, die die Straßenbahn natürlich ein bisschen ausmachen. Vorne, klar, BVG-Logo. Wir haben jetzt auch hier neben dem Blinker jetzt auch diese Leuchten dran, ne? diese Tagfahrleuchten. Und sonst sind die Dachluken drin. Wir können jetzt nicht mehr in die Straßenbahn reingucken. Und es regnet auch endlich nicht mehr rein. Also, ja, das ist auch eines der Sachen, die hier zum Beispiel jetzt gefixt worden sind, also die jetzt dazugekommen sind. Und im letzten Video habe ich euch ja sogar noch gezeigt, dass ja der Rückfahrpult in der Mache ist. Ne? Auch dieses ist selbstverständlich hier noch in Arbeit, aber ist auch noch nicht final. Wir sehen ja hier, ne, dass wir hier so einzelne Sachen hier eventuell oder schon benutzen können. Ne? Das mit dem Rückwärtsfahren, das funktioniert noch nicht ganz, aber sonst, wie gesagt, blinken und sowas klappt. Die Warnglocke leuchtet, also geht auch noch nicht. Ja, sonst ist dazu gekommen, haben wir jetzt hier die Entwerter. Bei der Münchner Tram können wir darauf drücken und dann macht es immer Klick, Klick, Klick. Ne, also die sind jetzt auch neu in dem neuesten Update jetzt dazu gekommen. Wir haben, wie gesagt, die Piktogramme haben wir gesehen. Achso, es gibt den Batteriesitz. Der ist natürlich wichtig für Leute, die zum Beispiel bei OMSI, ja, werdet ihr wahrscheinlich schon mal es gehabt haben, dass die Straßenbahn falsch aufgerüstet ist, dann müsst ihr dementsprechend die Batterie ziehen, ja. Und das können wir hier an diesem Platz hier machen. Da sehen wir jetzt, das war halt immer so dieses komische Ding gewesen, wo ich halt immer nie verstanden habe, was das für einen Sinn hat, dieses Teil. Und jetzt, ja, haben wir die Antwort, darunter ist nämlich die Batterie, aber ich glaube, man kann sie halt noch nicht benutzen irgendwie. Oder sitze ich hier vielleicht einfach nur falsch? Ich guck mal ganz rum. Na, nee, das funktioniert nicht, weil es gibt auch gar keine Kameraposition direkt dahin. Also wie gesagt, das wurde jetzt hier zum Beispiel überarbeitet. Ja, also hier drunter findet ihr die Batterie. Dann gab es ein neues Sound-Update, das werden wir uns natürlich gleich anschauen, indem wir mal hier ein bisschen fahren. Das ist übrigens die Karte von unserem Willi auf der Linie M6, also die ist großartig. Hier absolute Empfehlung, falls ihr mal eine gute Straßenbahnstrecke fahren wollt, denn die M6, die ist zwar mega riesig vom Download her, aber sie ist großartig. Dann haben wir, wie gesagt, die Dachluken. Vorne konnte man es am besten sehen, ne? Hier sehen wir es zum Beispiel, ja, also es ist zu, wir können jetzt nicht mehr durchgucken, hier, ne? Also die Dachluken, die fehlten, ja, hier fehlten zwar noch dieses Gestänge, aber das kommt alles noch, so wie hier diese Innenanzeige, weiß ich gar nicht, ob die Innenanzeigen hier zum Beispiel funktionieren, aber wie gesagt, ist ja alles noch Work in Progress, ne, Leute, da passiert noch so einiges, selbstverständlich, das ist ja noch nicht hier final und von daher muss man immer so ein bisschen Geduld haben, dass das Ganze irgendwann mal eventuell dieses Jahr vielleicht in seinem Final Release geht mit der Straßenbahn. Auf jeden Fall sind die Jungs da mächtig dran. Unser Mario, der BLV und Kira, die basteln da. Ja, das ist schon eine harte Arbeit auf jeden Fall. Ist schon eine sehr harte Arbeit. So, die Türtaster außen. Es gibt wohl Türtaster außen. Schauen wir mal. Die gab es bis vor kurzem noch nicht. Das sehen wir jetzt hier, ne? Und wir können diese auch bedienen. Aber sie öffnet sich nicht, weil ich die Tür vielleicht nicht geöffnet habe. Warte mal, wir schauen mal. Wir müssen die Türen ja zur Hälfte öffnen. Da gibt es jetzt die Türfreigabe. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, ha, ja, geht das natürlich. Ja, also wunderbar. Zip, zip und zip. Ich hole nicht rein mit der Maus. Zip. So, schließt sich natürlich wieder von automatisch. Also großartig. Ja, dass das jetzt auch funktioniert. Es fällt mir jetzt gerade erst auf. Warte mal, da muss ich jetzt mal genau hingucken.
Das ist cool mit der Physik hier, mit der Tür, ja. Also sie öffnet sich nicht einfach und ist offen, sondern sie knallt immer noch so ein bisschen nach. Achtet mal auf diese Tür hier. Hier, die hier. Ja? Also die geht nicht auf und ist fest an der Position, sondern die bewegt sich halt immer noch so ein bisschen. Aber hier sehe ich noch einen kleinen Fehler. Dieses Video dient ja auch nicht immer nur, ne? Seht ihr hier unten? Das guckt hier so ein bisschen durch. Ja, nur so als kleine Info hier an BLV. Ich zeige das nochmal. Ne, hier unten, ne, sehen wir es. Da glitscht so ein bisschen das Gelenk durch. Aber ich denke mal, das sollte ja auch schnell gefixt sein. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier kein Meckern, sondern es ist nur Auffallen halt, ne? So von kleineren Fehlern, die man natürlich dann aber dementsprechend halt schnell korrigieren kann. Und der ein oder andere natürlich jetzt sich schon wieder mundfusselig redet oder sowas. Und jetzt schon wieder versucht ihr, ja. Ne? Also von daher haben wir das auch mal gezeigt. Was haben wir noch? Rückfahrpuls, Blinkerhebel wurde gefixt. War der fehlerhaft? Schauen wir mal. Okay. Also da ist jetzt mir jetzt persönlich jetzt nichts aufgefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die Innenbeleuchtung wurde gefixt. Dann haben wir also die Innenbeleuchtung. Da haben wir jetzt hier natürlich die Innenbeleuchtung. Ich glaube, nachts sieht es glaube ich ein bisschen besser aus. Wir schalten mal das Ganze mal auf 22 Uhr. Damit wir das hier mal ein bisschen sehen können. Ne? Sehen wir jetzt hier die Nachtbeleuchtung. Auch, glaube, ist es so, wenn wir jetzt hier. Warte mal. Sind die Türsounds da? Endlich. Die sind ja nun schon sehr, sehr edel. Ja. Also, man sieht da auch, ne, wenn die Tür sich zum Beispiel öffnet, ja, dass die Lampen dementsprechend angehen von der Tür. Gibt es gar keinen Taster? Hier gibt es schon mal gerade keinen Taster. Achso, es gibt allgemein keinen. Doch, hier haben wir einen Taster. Achso, sind leider nicht funktionsfähig. Ich wollte euch die Lampen mal zeigen. Dann machen wir mal von außen auf, setzen uns mal rein und springen mal ganz kurz nach vorne. Hier sehen wir, ne, diese Leuchte hier. Ne? Die ist jetzt an, die Tür schließt sich und dementsprechend geht die Lampe jetzt aus. Ne? Das ist zum Beispiel auch ein neues Feature. Super. Und was haben wir noch? Ich glaube, wir haben jetzt alles. Die Haltegriffe wurden hinzugefügt. Hier vorne ist mir aufgefallen, dass ja der Haltegriff fehlte. Beim letzten Mal um die Leitstellenfahrt ist mir ja diese, ne, diese Haltestange hier aufgefallen. Ich gehe mal davon aus, dass das damit gemeint ist. Also sie ist jetzt auch da. Also das ist schon. Finde ich irgendwie ein bisschen wichtig. Und ja, sonst haben wir alles. Haben wir alles. Gut, dann würde ich mal sagen, heizen wir mal ein Stück los. Und schauen mal, was wir so von dem Update hören. Ah ja, man hört ja schon den Türsound. Ach, das ist ja cool. Ja, also man hört wirklich einen Unterschied zu den Türsounds auf jeden Fall. Also das ist schon wieder eine ziemlich coole Sache. Also wie gesagt, also wenn der KT irgendwann mal da ist, ist das auch ein Ding, was wahrscheinlich oft benutzt wird, also von meiner Wenigkeit halt. Ja, also jetzt blinken wir links auf jeden Fall. Jetzt muss ich gerade selber erstmal gucken. Aber der Sound, so, tut mir ganz ehrlich leid, aber der klingt so irgendwie voll traurig. So. Es wird natürlich eiser gefixt, Leute, und naja, das ist selbstverständlich. Ich meine, wenn man sich die Soundmod mal angehört hat vom KT aus OMSI, der weiß natürlich, wie sich die natürlich anhört, ja, der KT wieder so aufheult, ja. Aber das klingt hier leider ein bisschen traurig, muss man mal sagen. Jetzt nicht traurig, weil es jetzt billig wirkt oder sowas, sondern allgemein einfach so, als ob die traurig ist, dass sie nicht weiter schneller kann, so in dem Motto, ja. Also jetzt nicht falsch verstehen, um Gottes Willen. Hier,
Ja, oben haben wir das auch. Also das ist hier, die Türen, die sind ein bisschen, ja, ich selbst weiß ja leider nicht, wie das funktioniert mit Blender. Ich baue ja nun gerade selbst an meiner Straßenbahn und wird da wahrscheinlich später auch noch so meine Freude haben. Aber hier sieht man es halt ganz schön, ne? Dass so die Türen ein bisschen zu dicht reingerutscht sind. Sie müssen alle wahrscheinlich ein bisschen weiter rausgeholt werden. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich eine Leichtigkeit darstellen für unseren BLV. Das ist auch schön, dieser Ton. So. Und dann, wenn wir mal ein bisschen... Ja, genau, das passiert mir immer. Das ist schon ein Privileg, ja, dass, wenn ich denn gerade stehe, die Ampel in grün wird, das ist wie im wahren Leben. Ja, das ist halt fantastisch. Nee, aber ihr seht, ne, das ist also das neue Update vom KT. Also ich finde, das ist eine ganze Menge. BLV meinte auch, er wird jetzt nicht mehr allzu oft jetzt so kleinere Updates jetzt machen, sondern versucht jetzt eher mehrere Sachen zu sammeln, das Ganze denn zu patchen, finde ich auch, ist vollkommen in Ordnung. Halt so eine kleinen Sachen, wie jetzt zum Beispiel das mit der Tür, ja, das kann man vielleicht jetzt noch so schnell zwischendurch mal reinpacken, dass man das da eventuell noch mit reinnimmt. Aber jetzt so größere Updates, wie jetzt irgendwelche neuen Funktionen oder sowas, die kann man dann halt sich so lange aufsparen, bis man dann so ein paar Sachen da zum Beispiel zusammengesammelt hat. Also von daher finde ich das eigentlich ganz cool gemacht, eigentlich. Ich guck mal ganz kurz mal nach. Wir haben wieder mal nicht... Das ist zum Haken rausreißen, dass wir nie eine richtige FIS-Datei dabei haben. Damit wir das Ganze hier auch mal ein bisschen schildern können und alles sowas. Ja. Oh, genau. Ja, da wird so losfahren und dann springt das Signal einfach mal wieder auf Rott. Ja. Nö, aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal so in die Kommentare posten, was ist euch denn jetzt so aufgefallen, auch was mir zum Beispiel entgangen ist zum neuen Update vom KT. Denn wie gesagt, haut's in die Tasten rein, würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Manchmal sieht man ja doch ein bisschen was anderes als wie der andere. Ja, und auf jeden Fall finde ich, ja, der KT, der macht sich schon. Also ich fand ihn ja schon von Anfang an heiß, ja, wo BLV mir das Ganze ja schon präsentiert hat und alles, was ja, ich, wie gesagt, das ist halt Berliner Modell, ne? Pflichtprogramm, also für jeden Berliner. Und von daher, ich drücke immer die falsche Taste. Super, das ist großartig. Obwohl ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, jetzt nicht jetzt hier so Klugscheißer oder sowas. Warum ist das hier gelb? Und hier ist es schwarz. Und außen ist es hier gar nicht sichtbar. Und hier ist es schwarz und gelb. Ach, da ist es. Hier ist es. Entschuldigung. Jetzt war ich gerade ein bisschen woanders. Ne, hier ist schwarz, genau. Jetzt ist es hier. Kurios. Kurios, sage ich nur. So, Türen auf. Muss man vergessen einsteigen. Und dann... Was ist das? Guck mal ganz kurz. Nö, alles gut. Ach, das ist schön. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Also, wie gesagt, also...
Wenn das alles irgendwann mal hier richtig sitzt, wie bei Omsi und alles sowas mit Fahrgästen und alles was, es ist großartig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch schon auf den Online-Modus, ja, dass wir dann hier zusammen zum Beispiel dann mal hier unsere Leitstellenfahrt machen können und alles was. Also das wird richtig, richtig geil, wenn ihr mir dann zum Beispiel noch entgegenkommt und alles sowas. Träumchen. Ja, also da stelle ich mir die Leitstellenfahrten schon sehr interessant vor. Hier in Lotus. Willi, der übertreibt mit seinen ganzen Autos hier. Aber stimmt schon, also das sieht wirklich da so aus. Ja? Da hast du kaum freie Parkplätze und sowas. Also stimmt schon, hat er eigentlich gut umgesetzt eigentlich. Ja. Hohenschönhausener Straße. Aktuell. Ich muss mal gucken, dass ich mir noch mal so die Ansagen mal besorge hier von unserer Dame. Damit wir hier die Ansagen auch mal durchspielen können. Aber man hört halt wirklich schon, ja, dass sich hier am Sound was getan hat. Ja, ich glaube, so von der Karte her gab es, glaube ich, jetzt in der letzten Zeit gar kein Update. Deswegen war es mir halt wichtig gewesen, dass wir uns heute mal dem KT mal nochmal so unter die Lupe nehmen. Uns nochmal anschauen und ich muss sagen, wie gesagt, also ist wieder eine wundervolle Arbeit von BLV und Kira. Ja, also die machen das beide extrem gut. Wenn ich da irgendwann mal hinkomme, wäre das richtig edel. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, selbstverständlich. Und ja, wie die Zukunft halt so aussieht mit dem KT, da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, ich habe da sehr engen Kontakt mit der BLV, der hält mich da natürlich auch immer auf dem Laufenden. Ne? Und sobald irgendwie was Neues mal kommt, passiert oder sonst irgendwas, werde ich euch selbstverständlich ein Video von abdrehen und das zeigen, ne? Dass ihr die ganzen einzelnen Futures natürlich mitbekommt. Normalerweise macht das ja immer so, dass er dann immer sagt, so ja, such mal. Diesmal hat er mir aber netterweise so einen kleinen Leitfaden mal so gezeigt, was man was man so machen kann. Ich gucke gerade mal so nach, so, ah ja. Also es ist schon echt hochwertige Arbeit. Ja. Das ist schon. Aber wenn ich das jetzt noch selber baue, ne, kann man sich immer so ein paar Sachen abgucken. Ne? Ja, sonst, wie gesagt, könnt ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben. Was ist euch so oft gefallen? Ja, denn wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion und wir sehen uns dann praktisch zum nächsten Video wieder, wenn es weitergeht mit einem neuen Video von Lotus. Mal schauen, wann es das ist. Und ja, verbleibe erstmal hiermit. Freue mich natürlich auf weitere Updates vom KT. Verabschiede mich hier. Sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.